Hallo, liebe Innovations- und Technologiefreunde. Fintechs sind die Herausforderungen, aber zugleich auch die Innovationstreiber im Finanzsektor. Heutzutage ist es schon so, dass in der nächsten Suppenküche in Shanghai man teilweise nicht mehr bar oder mit Kreditkarte zahlen kann, sondern alles rein online. Was Fintech betrifft, ist E-Commerce und E-Payment China und Ostasien wirklich führend. München als zweitwichtigster Bankenplatz nimmt hier dank seiner Vielzahl an erfolgreichen Fintechs eine hervorragende Position ein. Wir an der Hochschule München begleiten seit vielen Jahren junge Talente, angehende Entrepreneure auf ihrem Weg, ein erfolgreiches Startup zu gründen. Als Hochschule für angewandte Wissenschaften ist ein wichtiges Ziel für die Hochschule München, in die Wirtschaft und Gesellschaft hineinzuwirken. Deswegen etablieren wir das Fintech Meetup, ein regelmäßiges Forum, wo sich die etablierten und auch die jungen Startups kennenlernen. Erfolgsgarant ist der Erfahrungsaustausch auch zwischen Wissenschaft und Praxis und insbesondere unserer Studentenschaft. Gerade hier in München haben wir große Chancen, weil wir natürlich auch im Bereich Fintech eine gute Infrastruktur und ein gutes Ökosystem haben. Und durch Veranstaltungen wie unser Meetup sehen wir da großes Potenzial, in Zukunft auch zu wachsen und zu skalieren. Gerade bei dem sehr innovativen Fintech-Thema können wir uns gut vorstellen, dass diese Form der Zusammenarbeit von Co-Creation mit unterschiedlichen Disziplinen und unterschiedlichen Skills zu sehr spannenden und innovativen Lösungen führen kann. Deswegen ist der nächste Schritt, wir etablieren einen Fintech-Campus. Das ist ein Ort, wo etablierte Unternehmen und Startups zusammenkommen, wo die gemeinsam arbeiten und ganz automatisch viel früher in einen Bereich Finanzierung oder Kooperation kommen. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, dabei zu sein, egal ob Sie etabliertes Unternehmen sind, ob Sie ein Startup mit einer coolen Idee sind, dann wenden Sie sich einfach ganz formlos an uns, schicken Sie uns eine E-Mail und lassen Sie uns gemeinsam diese Initiative starten.